Frau Ramadani, Sie sind Muslimin, zumindest als Muslimin erzogen worden. Würden Sie, Muslimin, sagen wir es mal so. Ja, würden Sie die Partei wählen? Auf gar keinen Fall. Ich wähle keine Islamisten und würde es auch niemandem empfehlen. Weil wer diese Menschen wählt, es ist unglaublich, dass Männer eine Partei gründen können oder Menschen eine Partei gründen können, deren Vereine wegen offizieller Terrorunterstützung der Hamas und anderen Terroristengruppierungen verboten wurden in Deutschland. Wie kann es sein, dass wir wirklich solche Parteien, die auf jeden Fall AKP-nah und auch antisemitisch, offen antisemitisch sind, wie kann das sein, dass wir über AfD-Verbot sprechen, dass wir über NPD-Verbot sprechen und über andere, aber so eine Partei hier in Deutschland zur Wahl zulassen?